Federn und Köpfchen in den Himmel. Denn nur heute könntet ihr einen Blick auf den Crystal Palace erhaschen. Ihr wisst schon, die fette Raumstation, auf die Sterbliche wie ihr nie einen Fuß setzen werden. Der Crystal Palace... ...soll die teuersten Casinos, die schönsten Frauen und die atemberaubendsten Ausblicke zu bieten haben. Aber hey, das sagt man auch über Night City. Der Himmel auf Erden, der Himmel im Orbit. Für uns Gottlutscher macht das keinen Unterschied, oder? Allerdings müsst ihr euch einen Hügel suchen, um den Palast zu sehen. Ja, ihr armen Schlucker aus den unteren Ebenen von Night City habt mal wieder die Arschkarte gezogen. Aber für alle Normalsterblichen da unten, die nur Smog sehen, wenn sie hochgucken, habe ich was Nostalgisches. Johnny Silverhand. Auf dein Wohl, du alter Bastard, wo immer du auch steckst. Wolltest du nicht auf mich warten? Ich wollte dich nicht wecken. Geht's dir nicht gut? Alles okay? Nein, ist es nicht. Nichts ist okay. Fuck. Panam. Ich brauche Luft. Eins weiß ich genau. Diese verfickte Stadt werde ich nicht vermissen. Ich verstehe dich nicht. Nach allem, was in Mikoshi passiert ist, willst du dieses Drecksloch immer noch nicht verlassen? Geh doch einfach. Lauf weg, ohne zurückzublicken. Mit mir. Wir haben darüber geredet. Du weißt, ich habe hier noch zu tun. Nur noch einen Job. Wozu denn? Dir fressen doch schon alle im Afterlife aus der Hand. Du musst keine Jobs mehr machen. Du hast doch alles. Fuck, mach endlich die Augen auf. Ach ja? Ich hab alles? Das würde dich einschließen, Panam. Bleib hier. Bei mir. Ich kann nicht. Das ist mein Clan. Meine Familie. Meine Verantwortung.
Und ich soll mich entscheiden, wie? Wozu denn? Was würde es ändern, wenn ich mit dir gehe? Ich habe nur noch ein paar Monate. Es wären ein paar Monate unter Leuten, die dir was bedeuten. Denen du was bedeutest. Es sei denn, darum geht es dir. Du denkst, das Ende wird leichter, wenn du alleine bist. Du weißt, dass das nicht stimmt. Ich weiß nur eines, Vi. Morgen bin ich weg. Wir brechen beim Morgengrauen auf. Ich will dich nicht verlieren, aber ich muss hierbleiben. Ich kann nicht anders leben oder denken. Nicht mehr. Du weißt ja, mein Radio ist immer auf Stanley eingestellt. Ich höre mit. Werde ich von dir hören? Darauf kannst du wetten. Scheiße. Ich hasse Lebewohls. Wir sehen uns, Panam. Wir sehen uns. Irgendwo. Irgendwann. Hey, du bist mir doch noch die Story mit dem Typen in deinem Kofferraum schuldig. Dem von Kaukas. Oh, die Geschichte hat's in sich. Aber scheißlang. Lauter schräge Wendungen. Ich werde mir die Zeit nehmen. Oh ja, das wirst du. Bis nächstes Mal. Ich werde dich nicht vergessen, Vi. Niemals. Dann geh mal. Die verlassen sich auf dich. Danke, dass Sie sich für den Delamain-Dienst entschieden haben. Wohin fahren wir heute? Moment, ich brauche noch kurz. Natürlich. Bring mich zum Afterlife. Wie Sie wünschen. Wir werden entlang beschränkter Luftkorridore reisen. Keine Verzögerung in Aussicht. Perfekt. Wenn ich so frei sein darf, Sie wirken erschöpft. War es eine anstrengende Nacht? Anstrengende Wochen. Tut mir leid, das zu hören. Das Delamain Network bietet zusätzliche Dienste an, welche die ideale Medizin für Ihren aktuellen Zustand sein können. Außerdem möchte ich Sie darüber informieren, dass Delamain nun mit Trauma-Team kollaboriert.
Mit unserem zeitlich begrenzten Paket Sicher Reisen steht Ihnen volle medizinische Versorgung zur Verfügung. Was medizinische Versorgung angeht, etwas zu spät und etwas zu teuer. Ich fürchte, ich verstehe nicht. Laut meiner Kenntnis stehen Ihnen enorme Ressourcen zur Verfügung. Ich bin sicher, wir finden eine Lösung. Lass gut sein, Dell. Wie Sie wünschen. Gibt's was Neues über Arasaka? Wie sieht's sonst in der Stadt aus? Folgendes dürfte Sie interessieren. Die Arasaka-Krise hält an und der Konzern stolpert weiterhin. Medienberichten zufolge hat sein Image auf nahezu beispiellose Weise Schaden genommen. Auch finanziell und politisch ist Arasaka am Boden. Sichere deine Seele sollte ein riesiger Erfolg für Arasaka werden, wurde stattdessen aber zu einem Fluch. Alle Ressourcen des Projekts gingen verloren. Die haben den Reichen Unsterblichkeit versprochen und verkauft. Und eigentlich Engramme und Wissen gesammelt. Es ging um Macht, Kontrolle. Völlig richtig. In jedem Fall wird es eine Weile dauern, bis Arasaka sich erfolgreich neu organisiert. Sie und das Afterlife sind in Sicherheit. Vorerst. Bring mich ins Afterlife. Und zwar schnell. Natürlich. Ich habe die optimale Route berechnet. Wir kommen in Kürze an. Bitte lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und genießen Sie den Ausblick auf die Stadt. Danke. Nach Einschätzung meiner Kunden ist die Stadt einfach atemberaubend. Klar doch. Ein echter Knaller. Bestimmt. Ein Ort, der auf ein besseres Morgen hoffen lässt. Was du nicht sagst. Danke, dass Sie sich für den Delamain-Dienst entschieden haben. Angenehmen Tag. Zufrieden mit deinem Leben? Lass mich raten. Pappige Sojachips, rostiges Leitungswasser und schon wieder ein grausiger Mord vor deinem Schlafzimmerfenster. Stell dir vor, du könntest das alles einfach hinter dir lassen. Weit, weit hinter dir. Durch eine Reise in die unendlichen Weiten des Weltraums. Schicke das Wort Space an die 7299 und gewinne vielleicht einen einwöchigen Urlaub für zwei im schicken Crystal Palace. 10 Casinos, 5 Pools, die beste Braindance-Ausstattung und die wirklich besten Köche des Universums. Willst du den Alltagsstress vergessen und auf ins Paradies? Warte keine Mikrosekunde länger. Sende es an die 7299 jetzt sofort. Hey, alles bereit? Perfekt. Deine Kabine erwartet dich schon. Nein, nein, mir geht's gut. Danke. Jeden Tag das Gleiche. Hey, wie? Was willst du trinken? Das Übliche. Klar doch. Die Leute ahnen, dass was los ist. Lange können wir das nicht mehr geheim halten. Müssen wir auch nicht. Start ist heute. Heute? Ist das ein Problem? Nein, nein, nur... In dem Fall brauchst du was Besonderes. Rogue hatte ein Ritual. Vor jedem großen Ding hat sie einen Schuss Tequila weggehauen. Silverhands Favoriten. Hab sie mal gefragt, ob ihr das Glück bringen soll. Weißt du, was sie meinte? Ihr ging's ums Erinnern. Dass die Erinnerung an Johnny ihr hilft, sich auf das zu konzentrieren, was wichtig ist. Komm, lass mich dir nach alter Afterlife-Tradition einen unserer Specials mixen. Sag mir, auf wen du trinkst.
Ich trinke auf Rogue. Sie wäre froh, dass du ihre Kabine übernommen hast. Meinst du? Weißt du noch, wie du sie das erste Mal um Hilfe gebeten hast? Sie war ein harter Brocken. Aber später meinte sie, er hat dieses Blut. Afterlife-Blut. Er wird diese Stadt erobern oder beim Versuch draufgehen. Keine dritte Option. Ich glaube, deshalb hat sie dir auch geholfen. Und sie hatte recht. Das hatte sie. Haben dich echt schön zusammengeflickt. Brandneuer Wieland. Ja, irgendwie. Hatte aber genug vom Rumsitzen in der Klinik. Ihr ist es viel besser. Weil ihr keiner vor deiner Heldenstory im Sacker Tower wegrennen kann? Ganz genau. Aber was du heute vorhast, wie? Ich meine, Respekt. Nie dagewesen, würde ich sagen. Pass bloß auf dich auf, ja? Und viel Glück. Danke. Wie? Ich habe lange darauf gewartet, der Afterlife-Legende ins Auge zu sehen. Und ich muss sagen, ich bin ergriffen. Schön, dass ich nicht enttäusche. Setz dich doch. Schieß los. Also wie? Mikoshi war ein Meisterstreich. Damit hast du Arasaka K.O. geschlagen. Du hast Eddies. Einfluss in der Stadt. Aber nicht nur das. Arasaka ist intern wie gelähmt. Hier und da haben sich Gelegenheiten ergeben und meine Leute haben sich so viel geschnappt wie möglich. Also ist alles für den Einsatz bereit. Die Info von Arasaka ist bestätigt. Das Casino testet gerade ein neues Sicherheitssystem. Und es stimmt. Sie werden es heute kurz abschalten. Ich denke, du wirst diesen Moment zu nutzen wissen. Ich enttäusche nicht. Du hast den Besten für den Job ausgesucht. Hab ich gehört. Aber ich hätte gern Beweise. Übrigens hat noch nie jemand so einen Einsatz durchgezogen. Wo ich herkomme, sagt man sogar, es ist unmöglich. Man sagt, dass du ein zu großes Risiko eingehst, dass du in die Sonne fliegst, um zu verbrennen. Deshalb hast du mich angeheuert. Weißt du, warum ich dich wirklich angeheuert habe? Weil du tatsächlich alles machst, selbst wenn es dich umbringen könnte. Selbst wenn du nur eine Haaresbreite vom frühzeitigen Tod entfernt bist. Morgen um die Zeit haben wir sämtliche Kundendaten des Casinos. Vergiss nicht deinen Teil der Abmachung. Oh, ich vergesse nie ein Versprechen. Viel Glück. Okay, bin auf Position. Perfekt. Fast auf die Sekunde. Jetzt ich. Hab das Signal erhalten. Satelliten sind down. Signaturmantel aktiviert. Denk dran, du hast nur einen Versuch. Sag mir was, das ich nicht weiß. Sobald es losgeht, gibt es kein Zurück. Keine Rettungsmöglichkeit. Keine Überlebenschance, wenn jemand was merkt. Sehr gut. Aber wenn das klappt, gewinnst du mehr, als du dir ausmalen kannst. Ich kann schon lange nichts mehr gewinnen. Jetzt habe ich nichts mehr zu verlieren. Das klingt ziemlich deprimierend, aber was weiß ich schon.
Los geht's. Viel Glück. Wir sehen uns unten wieder. Over and out.